Einen wunderschönen guten Tag, die Damen, die Herren. Der Berater hier, beziehungsweise der Mike. Es geht heute mal um Flankenmanöver. Die waren mal sehr verbreitet. Mittlerweile passieren die eher zufällig. Ihr werdet aber jetzt gleich in den Videos sehen, das passiert in jedem Gefecht. Dass es irgendwo ein Flankenmanöver gibt. Flankenmanöver heißt ja nichts anderes, dass ich am Gegner vorbeifahre, um ihm in die Seite zu kommen, beziehungsweise ins Heck. Ja? Das ist ja ein Flankenmanöver. Ein Flankenmanöver kann im Großen passieren, das heißt, dass die Mediums, dass die Heavys eine Seite der Karte fahren, wie das mal Standard war, und die Mediums die andere Seite der Karte, um so in die Flanke des Gegners zu gelangen. Das ist heutzutage kaum noch üblich. Das war mal so, vor 2, 3 Jahren war das noch so. Da wurde das oft praktiziert. Da haben sich die Mediums auf der einen Seite gebettelt, und die Heavys auf der anderen Seite. Und je nachdem, wer eher da war, fiel dann dem anderen in die Flanke. Das passiert heute eher selten, das werdet ihr dann später noch sehen, weil ja viele oder oftmals im Lemon Crane gefahren wird. Das heißt, ein Team fährt die eine Seite und ein Team fährt die andere Seite. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder die begegnen sich irgendwo. Oder sie fahren hintereinander her. Das heißt, meinetwegen Team A oder Team Grün fährt nach rechts und Team Rot fährt auch nach rechts. Dann fahren die praktisch aneinander vorbei. Das löst sich dann irgendwann mal auf und dann ist es Zufall oder Spieler können, welches Team gewinnt. Wie gesagt, es gab mal Zeiten, da war das etwas anders, da waren Flankenmanöver ganz absichtlich so. Das ist heutzutage ja nur noch bei wenigen Spielern der Fall. Also wie gesagt, es heißt, Flankenmanöver heißt, ich falle dem Gegner in die Seite bzw. in den Rücken. Ne? Beispielsweise Team A fährt geschlossen auf eine Seite von Kupferfeld, meinetwegen hier auf dem Berg, und die Mediums von Team B fahren halt hinten rum, um dem Gegner dann hinten rücken zu fallen. Das ist ein Flankenmanöver. Das kann man natürlich nun auch, das wäre die große Version, die ganz große. Die kleine Version, die ganz kleine Version des Flankenmanövers, seht ihr hier. Ich fahre um den Berg rum, der Kollege dort oben fährt weiter und ich greife ihn von hinten bzw. von der Seite her an. Das ist die ganz kleine Version. Hier gibt es dann noch in abgespeckter Form, das werdet ihr dann auch noch sehen. Beispielsweise zwei Gegner stehen zusammen und beschießen sich mit anderen Gegnern. Und ich gehe den dann in die Flanke, das werdet ihr dann sehen. Was dazu zu beachten ist: Das, was ich hier mache, sollte man tunlichst nicht tun, aber es steht 4 zu 1 für uns. Die restlichen Gegner sind auf der anderen Seite der Karte. Deswegen kann ich das so machen, ich stelle mich dort einfach so auf die Freifläche. Das sollte man nicht tun. Ne? Ich bin aber auch so ein Held, ich mache das öfter mal. Ich sehe den Gegner bei bestehen und gucke erstmal, wo der ist, und dann schieße ich drauf und dann fahre ich weiter und decke. Ist eigentlich die falsche Reihenfolge. Egal. Fakt ist, ein Flankenmanöver kann man dazu nehmen, um viel Schaden zu verursachen. Der wichtigere Aspekt ist aber, dass man den Gegner damit stört. Beispiel: Alle beiden Teams stehen sich gegenüber und hauen sich die Mütze voll. Und dann denkt sich Klein Mikey, er fährt doch mal ins Heck der Gegner. Und da beginnt dann die Schwierigkeit. Weil, wenn deine Mannschaft nicht genug Druck von vorne macht, Druck aufbaut, indem sie nach vorne preschen, also nach vorne drücken, indem sie schießen und vor allen Dingen auch treffen, dann besteht die Gefahr, dass sich 3, 4, 5 Gegner rumdrehen und sich plötzlich alle mit dir beschäftigen. Und das ist ein Problem. Weil die nehmen dich dann raus und dann kehren die wieder zum Tagesgeschäft zurück. Ungünstig. Deswegen sollte man beim Flankenmanöver immer darauf achten, dass man ein bisschen Platz zwischen sich und den Gegnern lässt. Ich zeige euch dann das dann gleich nochmal. Das sind übrigens jetzt hier aufgenommene Spiele hintereinander.
Das heißt, die sind nicht geschnitten. Hier ist einmal ein kleiner Teil rausgenommen, weil ich in den Raum eingeladen wurde und mir den angeguckt habe, aber das müsst ihr ja nicht sehen. Ansonsten sind das, wie gesagt, hintereinander aufgenommene Spiele zum Sonntagnachmittag. Und da ist das mit Flankenmanövern im großen Stil schwierig. Weil Sonntagnachmittags ist so eine Zeit, da sind alle möglichen Leute online. Und da habe ich am Anfang versucht, mit dem M4, mit dem M7 ein Flankenmanöver aufzunehmen. Das hat überhaupt nicht funktioniert, weil meine Teamkameraden alle in die Mitte gefahren sind. Auch mit anderen Panzern, mit dem Type 9, Type 62 habe ich das probiert. Die fahren einfach alle in die Mitte. Die fahren nicht am Rand der Map lang, weil normalerweise macht man das so, man fährt hier am Rand der Map lang, damit man nur von einer Seite beschossen werden kann. Ne? Außer hier auf Minen, wo der Hügel ist, wo man so schön Deckung hat, dann macht man das ein bisschen anders. Dann fährt man zum Spotten auf den Hügel. Dort betteln sich mittlerweile alle. Das ist schon immer so gewesen. Auf dieser Karte ist das immer so. In den höheren Tiers seht ihr das dann, da steht die eine Seite am Berg und die andere Seite steht auf der anderen Seite vom Berg und dann wird sich beschossen. Ja, hier kann man aber auch schöne Flankenmanöver fahren. Man fährt dann unten um den Berg rum. Jetzt ist die Sache, wenn ihr im Zug fahrt, ist das kein Problem. Dann könnt ihr zu zweiten Flankenmanöver fahren und den Gegnern gemeinsam in den Rücken fallen, dann sind die Chancen erheblich größer, dass das funktioniert. Am besten funktioniert das, wenn man sich dann über Discord abspricht. Alleine ist das immer so grenzwertig. Da solltet ihr die Minimap gut lesen können. Da solltet ihr darauf achten, dass ihr wirklich alle Gegner seht. Weil wenn ihr jetzt bloß meinetwegen drei Gegner in der Front eurer Teamkameraden seht, heißt das noch nicht, dass die anderen vier euch nicht da entgegenkommen. Ne? Das passiert auch öfter. Wie gesagt, deswegen immer schön auf die Minimap achten und immer schön gucken, ob ihr wirklich alle sieben Gegner entdeckt habt schon. Wenn das nicht so sein soll, dann solltet ihr vielleicht noch mal warten mit einem Flankenmanöver. Es könnte ja sein, eure Gegner kommen auf dieselbe Idee. Und da sollte man auch die Teamzusammenstellung lesen können. Beispielsweise hier in dem Spiel haben wir zwei AMX, also zwei schnelle Panzer im Gegnerteam. Ein Panzer 3-4, der ist schnell, ein Alecto ist relativ schnell, der Stuart ist schnell und der Panzer 4A ist schnell. Das sind fast alles nur schnelle Panzer, bis auf den Churchill. Auf Tier 5 sind überwiegend schnelle Panzer unterwegs. So, und hier seht ihr das Problem des Sonntagnachmittags. Die Leute fahren in die Mitte. Und ich gehe außenrum flanken. Hier ist die Sachlage wiederum so, die sind ja in meiner Nähe. Die sind ja nicht ewig weit weg. Wenn ihr jetzt ein Flankenmanöver auf der Karte meinetwegen startet und ihr seid allein in der Wüste, dann wird das kürzer. Weil dann kommen euch zwei, drei Gegner entgegen und ihr seid alleine. Und da kann das Team dann auch nicht, meinetwegen, ihr seid jetzt in einem heavy-lastigen Team, ne? Drüben sind ein Haufen KV-1 und Churchills und hast du nie gesehen, die sind im Leben nicht schnell genug bei euch, dass die euch helfen können. Und das sollte man immer mit im Auge behalten und das ist wichtig, bevor man ein Flankenmanöver macht. Hier fahre ich jetzt in die Flanke des Gegners. Ne? Ihr seht, links von mir, dort hinten stehen sie alle, die betteln sich. Und da fahre ich in die Flanke des Gegners. Und jetzt passiert genau das, was ich vor uns gesagt habe. Die Gegner haben die Zeit, sich zu mir zu drehen. Deswegen muss ich mich erstmal zurückziehen. Aber es passiert auch das, was ihr hier seht. Ich lenke die Gegner ab, ich lenke deren Aufmerksamkeit auf mich. Und wenn dann euer Team mitspielt, hat das die Möglichkeit, nach vorne zu pushen. Das heißt, auf die Gegner zuzufahren und die einzeln rauszunehmen. Weil ich lenke ja jetzt im Moment zwei Gegner ab. Ne? Jetzt kriege ich Hilfe. Oder beziehungsweise ich habe jetzt sogar drei Gegner abgelenkt. Und das gibt dem Team die Zeit, die anderen Gegner rauszunehmen. Und so gewinnen wir das Gefecht. Weil oftmals ist es so, dass die Teams sich, wie gesagt, gegenüberstehen.
Das ist wieder ein Flankenmanöver. Ich fahre dem Churchill in die Seite. Ich will den ja nicht frontal beschießen, ne? Das ist Quark, weil beim Churchill den frontal zu beschießen hat nicht viel Sinn, zumindest für mich nicht. Das ist viel zu mühsam, deswegen fahre ich dem in die Seite. Also ich fahre an seine Seite und schieße von da aus. Es gibt auch Panzer, da müsst ihr ins Heck fahren. Das ist trotzdem ein Flankenmanöver. Also wie gesagt, Flankenmanöver sind dazu da, um eure Gegner abzulenken. Was gibt es noch dazu zu sagen? Es gibt Karten, wo das wunderschön funktioniert. Da habt ihr zwischendurch immer Deckung. Zum Beispiel Himmelsdorf ist so eine Karte. Eine Karte, die gar nicht dazu, oder ja, die nicht gut dazu geeignet ist, ist die Festung der Verzweiflung. Auch Kupferfeld ist nur bedingt geeignet. Das schwarze Gold ist nur bedingt geeignet für Flankenmanöver, weil das sind Karten, dort könnt ihr von einer Seite auf die andere Seite schießen. Und wenn ihr dann einen Panzer trefft und der euch aufhält und sich gut anstellt, dann hält er euch die ganze Zeit auf und die Mitspieler, euer Gegner, können euch beschießen. Deswegen sind diese Karten für Flankenmanöver, Entschuldigung, im großen Stil eher schlecht. Abstellgleis ist da wieder sehr gut dafür, weil wenn das Team auf einer Seite ist, könnt ihr auf die andere Seite fahren. Die eine Seite ist von der anderen Seite aus nicht zu beschießen. Oder nur von ganz gewissen Stellen. Wir gucken uns das hier jetzt nochmal an. Ich warte erstmal, bis meine Mitspieler alle losgefahren sind, weil das ist ja wie gesagt zum Sonntagnachmittag so eine Sache. Ja. Dann gucke ich, wo die hinfahren. Dann fahre ich erstmal mit. Weil wie gesagt, alleine irgendwo ein Flankenmanöver zu starten ist sinnlos. Zumindest würde es mir jetzt nichts bringen, direkt in den Rücken der Gegner zu fallen, weil die sind alle noch dort hinten. Ne? Also ihr müsst damit auch ein bisschen warten. Ihr könnt nicht am Anfang des Gefechts sagen, ich mache jetzt ein Flankenmanöver und fahre direkt in die Gegner rein. Die sind meistens nicht so schnell. Deswegen gehe ich erstmal mit hierher, wo meine Mitspieler sind. Beschieße den Stuck dort hinten. Und gucke, wo die Gegner so aufgehen. Ne, nun sieht man hier, es sind ja schon der Kollege dort hinten, der M5 Stewart hat es nicht direkt richtig gemacht, der hat bloß viel Schwein gehabt. Weil der fährt mitten in die Gegner rein. Und da gibt es oftmals Spiele, dort bist du dann sofort raus. Jetzt starte ich ein Flankenmanöver. Ich fahre unten rum, weil dort oben stehen ja noch drei Leute. Der eine kommt jetzt auch runter, das war unerwartet. Das war auch nicht beabsichtigt, deswegen lasse ich mich jetzt wieder zurückfahren. Das ist übrigens das Problem bei Flankenmanövern. Andere Leute kommen auch auf die Idee. Und nehmen so den Überraschungseffekt. So, und das, wie gesagt, ist jetzt ein Flankenmanöver, obwohl meine Mitspieler dort oben schon durchgepusht sind. Aber ich fahre dem Gegner in die Seite. Der muss sich dann praktisch auf zwei Seiten konzentrieren und das ist schwierig, weil die Panzer haben ja nicht die Eigenschaft, dass sie ihre Kanone innerhalb von Sekunden drehen können. So, und genau das macht ein Flankenmanöver aus. Jetzt denke ich mir, dort oben stehen drei Leute gegen einen, die werden es schon schaffen, deswegen hole ich mir jetzt erstmal den Hetzer, der hier von hinten deckt und ja, genau, da kriege ich auch dann gleich Besuch. So, ja, genau, das ist das Wesen eines Flankenmanövers. Und wie gesagt, ihr solltet immer schön aufpassen, wie ihr das macht, wann ihr das macht und wie eure Mitspieler da aufgestellt sind. Das ist wichtig. Dann, wie gesagt, immer schön warten, was euer Team denn überhaupt macht, weil ihr könnt nicht in eine Flanke fahren, die es gar nicht gibt. Ne? Wenn, wie gesagt, eure sechs Gegner alle in die Mitte der Karte fahren, wird es mit dem Flankenmanöver blöd. Weil welche Flanke wollt ihr nehmen? Da gibt es keine Flanke. Da könnt ihr ganz außen rumfahren, wie zum Beispiel hier, Festung der Verzweiflung ist doof zum Flankenmanöver. Weil damit ihr gedeckt dort rüber kommt auf die andere Seite, müsst ihr ganz außen rumfahren. Und da ist die Karte einfach mal zu groß dafür.
Ich gucke wieder, ne, was meine Mitspieler so alles Schönes machen. Und hier seht ihr jetzt das erste Mal das Problem eines Lemmingcranes. Alle Spieler von uns fahren nach rechts. Jetzt stehe ich hier, stelle mich hier daneben, dann gucke ich und dann bemerke ich nach ein paar Sekunden, dort vorne geht keiner auf, es kommt keiner spotten von dem Gegner. Ne? Bei uns geht auch keiner spotten und ich bin im M7 einfach zu langsam. Deswegen fahre ich dort nicht hoch. Wir hätten ja ein paar Leute, die da hochfahren könnten. Machen es aber nicht. Und deswegen drehe ich mich rum, weil ich jetzt schon erwarte, dass die Leute uns in die Flanke fahren. Ne? Wir stehen alle hier und das Gegnerteam hat sich entschlossen, komplett rechts rum zu fahren. Jetzt wollte ich ja ein Video machen, deswegen fahre ich jetzt hier durch die Mitte und gucke erstmal und sehe, da gehen Leute auf. Dem kann ich einen in die Flanke brezeln. Dann muss ich mich wieder zurückziehen, denn ich bin ja offen. Und jetzt werdet ihr gleich sehen, alle Gegner kommen dort schön rum. Und die haben nämlich dieselben Idee wie wir gehabt. Bloß auf der anderen Seite. So. Genau, dort seht ihr sie alle, ne? Und jetzt ist das Flankenmanöver komplett ins Leere gelaufen, weil meine Mitspieler haben sich jetzt logischerweise alle gedreht. Ne, das kriegen sie meistens hin. Und jetzt haben wir kein Flankenmanöver, jetzt haben wir einen offenen Stellungskrieg. Das heißt, wir gegen die Grünen, gegen die Roten. Aber da ist keine Flanke mehr. Und es wäre auch in dem Fall nicht sinnvoll gewesen, in eine Flanke zu fahren. Weil man sieht es ja hier, hier stehen jetzt drei Gegner. Da steht mindestens noch ein vierter dahinter. Den sehen wir jetzt nicht. Aber der steht da. Und ich habe dann so auf den Spielstand geguckt. 1 zu 3. Sehe mir die HP der Gegner an und denke mir, jetzt brauchst du nicht mehr eine Flanke fahren. Da wirst du bloß noch verarztet. Und ob du nur hier verarztet, das ist übrigens das Flankenmanöver, ne? Ob du nur hier verarztet wirst oder da drüben verarztet wirst, ist egal. So, ja, also wie gesagt, ihr seid mit dem Flankenmanöver, seid ihr immer aufs Team angewiesen. Ihr braucht kein Flankenmanöver starten, wenn das Team nicht mitzieht und Druck macht. Weil, was ich vorhin gesagt habe, dann drehen sich alle die Mitspieler, alle eure Gegenspieler drehen sich dann rum und können euch genüsslich zerpflücken. Ja, und genau, deswegen war die Intention hier, einfach stehen zu bleiben, aber ihr habt es ja gesehen, meine Mitspieler haben nichts gemacht. Und deswegen stand ich dann 1 gegen 6 und das ist, ja, Unsinn. Das kann man meistens nicht reißen. Nur in seltensten Ausnahmefällen. Aber ihr seht es gleich in der Gefechtsauswertung, ne? 1100 für mich und ja, der Rest unter ferner liefen. Genau, so passiert es halt, wie es nicht funktioniert. Kastilien, das sehen wir jetzt gleich. Ganz am Anfang wusste ich schon, die zwei KV1 sind gut, weil Hapki hat größtenteils über 60% Spieler. Ich habe nicht nachgeguckt, aber brauchte ich auch nicht. Auf Kastilien ein Flankenmanöver ist auch meist schwierig, weil hier funktioniert die Teamaufteilung noch. Aus dem ganz einfachen Grund, hier müssen beide Seiten gesichert werden. Ne, die hier fahren die Mediums meistens auf die eine Seite, beziehungsweise die Lights fahren auf die Burg hoch. Und die Heavies fahren da drüben an den Hügel, auf der anderen Seite. Das ist die einzige Karte, wo das noch richtig funktioniert. Eine andere gute Karte ist dafür Mittelburg. Das ist die alte Teamaufteilung, die es mal gab. Heavies auf die eine Seite, Mediums auf die andere Seite und dann gucken wir, wer die besseren Taktiken auspackt. Ja, das würde ich jetzt nicht direkt als Flankenmanöver bezeichnen. Das ist einfach ein Positionsspiel. Weil ich feuer ja nicht in die Flanke des Gegners. Ihr werdet es gleich sehen. Ich werde dann auch gleich rausgenommen. Wir gewinnen trotzdem. Dank dieser guten KV1. Hier habe ich einfach einen Vorfehler gemacht. So, aber ihr seht, hier haben die Mediums, die Gegner-Mediums, das gleiche versucht, was wir versuchen. Und zwar, um von hinten ranzukommen. Und hier hat sich wieder. Hier ist die Standardtaktik
zutage getreten. Mediums auf der einen Seite, Heavys auf der anderen Seite. Der M4-Höhe macht das übrigens nicht schlecht. Der hat das Spiel auch schon mal gespielt. Und hier verfahre ich mich jetzt gleich. Der kommt mich jetzt gleich holen. Ich wollte eigentlich zurückfahren und fahre dann rückwärts an den Steinroller. Ja, egal. Auf jeden Fall, ja, das ist das zum Thema Flanken gesagt. Ich überlege gerade, ob ich noch irgendwas vergessen habe. Also wie gesagt, wichtig ist, die Zahl der Gegner im Auge zu behalten. Das ist eminent wichtig. Die Positionen zu kennen, die man anfährt, die Karten zu kennen, weil ihr müsst ungefähr wissen, wo können die Gegner mich beschießen und wo geht das nicht. Ich habe keine Ahnung, warum ich so müde bin. Ja, aber das müsst ihr im Auge behalten. Der KFA, der Quatsch, der A20 hier, der macht's falsch und der T1 Heavy macht es noch viel falscher. Aber wie gesagt, die zwei KFA-1 dort, die reißen das raus. Wo war ich jetzt stehen geblieben? Habe ich vergessen. Ja, also wie gesagt, die Karte müsst ihr kennen, ihr müsst die Gegner im Auge behalten können. Jetzt kommt übrigens der Teil, wo ich ein Stück rausgeschnitten habe. Hier kam die Raumeinladung. So, und jetzt sind wir auf Steinfeld. Jetzt seht ihr das Prozedere nochmal, wenn sich die Teams umeinander fahren. Beziehungsweise jetzt seht ihr ein schönes Flankenmanöver von den vielen Mediums im Gegnerteam. Ne, der Cromwell, der 30D1, der Chavi, der Leopard und der M7. Die kommen jetzt alle hinten rum. Und unser Team fährt geschlossen nach rechts. Die treffen dann auf den Churchill. Das war es aber auch. Ich muss aber erstmal mitfahren, weil ich mir im Klaren bin, dass wenn ich nach links fahre alleine, kriege ich auf die Mütze. Ja, weil da fahre ich in 5 Gegner rein, mindestens. Ich habe damit gerechnet, dass ich in 7 Gegner reinfahre. Aber ob nur 5 oder 7 ist eigentlich egal, weil wenn ich auf die andere Seite gefahren wäre, hätten sie mich auseinander gepflückt. Machen sie dann trotzdem, aber halt erst später. Jetzt sehe ich dort den Churchill. Und auf der anderen Seite ist verdächtige Ruhe. Ist ja logisch, bis dort rüber kann keiner gucken. Die sind ja hinter den Bergen, ne? Bei den 7 Zwergen, ne? Und deswegen fahre ich jetzt weiter, damit ich in der Nähe von meinem Team bin. Weil je weiter ihr entfernt seid, wenn ihr jetzt hinten wartet, also Beispiel wie hier, es geht ein Gegner auf, ne? Und ihr wartet dann einfach hinter eurem Team. Dann habt ihr dasselbe Problem, wie wenn ihr alleine irgendwo hinfahrt, weil ihr seid dann allein. Ne? Das sollte man auch nicht machen. Deswegen immer im Auge behalten, was macht euer Team, wenn die nach vorne preschen, wie die Wilden. Dann, und ihr seid hinten allein, habt ihr ein Problem. Deswegen immer schön gucken. Was ich jetzt mache, mir war ja klar, dass die von hinten kommen. Ne? Ich drehe mich rum, fahre in Deckung und versuche, die Gegner so lange wie es geht aufzuhalten. Damit unser Team Zeit hat, sich rumzudrehen. Oder erstmal die anderen Gegner rauszunehmen. Deswegen versuche ich hier die Gegner aufzuhalten. Das gibt meinem Team Zeit, in die Base zu fahren und den anderen Panzer rauszunehmen. Und nebenbei kann ich dann auch noch ein bisschen Schaden machen. Aber logischerweise nicht so viel, wie wenn ich bis zum Ende durchgehalten habe. Aber so gewinnen wir jetzt das Gefecht, indem ich dort die Gegner blocke. Weil die sind unserem Team jetzt eigentlich in den Rücken gefallen, ne? Und ich habe sie halt aufgehalten, weil mir klar war, dass sie kommen. Das solltet ihr immer schön mit im Auge behalten. Auch sowas kann zum Sieg beitragen. Weil ihr seht ja, die Basiseroberung ist jetzt schon bei 75%. Und dadurch gewinnen wir jetzt. Weil auch dann noch
einer auf die Idee kommt, noch mit in die Base zu fahren. So, genau. Das sind so die gängigen Sachen zum Flankenmanöver. Das wollte ich einfach mal gesagt haben. Ich blende jetzt hier am Ende dieses Spiels auch nochmal ein, was es dazu alles so zu sagen gibt. Ansonsten, wenn euch das Video gefallen hat, ihr wisst, ihr kennt das Spiel, teilen, liken, abonnieren, empfehlt es euren Freunden und euren Clan-Kameraden. No? Ich bedanke mich, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.